Wegen der Reinigung von Haus und Hof erfand der Mensch den Besen. Er benutzte Birkenreiser, die er um einen Haselnussstecken band. Dieses Besenbinden ist eine Fähigkeit, die heute bei uns nur noch wenig Menschen beherrschen. Unser Nachbar Josef Uhl fertigt gelegentlich diese praktischen Besen, die früher in allen Haushalten vorhanden waren und auch heute noch vielerorts in Gebrauch sind. Jetzt im Winter ist es am besten, besenreisig zu schneiden. Und dabei sollte man darauf achten, dass man Reisig von den jungen Birken nimmt. Das ist ein wunderbares Reisig. Die kleinen Enden, die richtet man später dann mit einem kleinen Trick gerade und dadurch wird der Besen schön dicht und kehrt auch recht sauber. Beim Reisig, wo die Enden etwas nach vorne stehen, kann man nichts sagen, aber bei einigen, wenn sie so weit weg stehen, die zwickt man dann einfach runter und solange es so eine Handvoll ist, nimmt man den ganzen Back und dreht ihn zusammen. Somit kriegt die Sache schon eine Richtung. Das ist die Idealform von einem kleinen Birkenbäumel. Das ist nicht so groß. Also meistens sagt man, wenn es so 3-4 Meter hoch sind, dann nimmt man es nicht mehr. Da sind sie zu, werden schon zu labil. Von den Jungen, wie gesagt, da sind die Enden sind noch schön ausgebildet, dass für einen Besen reichen. Und ich schneide jetzt in der Seite das Reisig runter und den mittleren Trieb, den lasse ich, dass er weiterhin ein Baum werden kann. Deswegen schade ich da nicht. Wenn ein Besen stabil werden soll, dann nimmt man etwas längere und stärkere Zweige. Und wenn man nur einen Hof zusammenkehrt mit kleinen Schmutz, dann nimmt man feinere Zweige und schaut auch, dass er schön dicht ist. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Ich jetzt her, die Spitze nehme ich weg. Da kann man mal was runterzwicken. Und so wie es jetzt da schaut, also die ist jetzt nach oben weggenommen und in der Seite die Triebe, die kriegen halt nochmal, also das kleine Zeug da, das treibt jetzt wieder aus und wie gesagt, in 2 Jahren kann es nochmal eine Reise geben und dann verschwindet er als Baum. Den ganzen Bündel lege ich dann zu Hause an einem luftigen, schattigen Ort ab und so alle 2-3 Monate gehe ich mal hin und nehme es auseinander und drehe nochmal das Reisig, dann wird es nochmal mehr gerade gerichtet. Umso schöner wird dann hinterher der Besen. Das Reisig hat sich durch das Zusammendrehen und durch das Zusammenspannen von dem Ring einigermaßen gerade gehalten. Also das ist jetzt also ein Besenreiser. Wenn man es über den Sommer 2 oder 3 Mal nochmal zusammengedreht hat. Das sind die größten. Die hängen schon fast so dicht beieinander, wie wenn es zum Binden wäre. Ja, da sind viele kleine, da gibt es viel zum Sortieren. Aber viele kleine, das macht die Qualität vom Besen aus. So, die werden also fertig sortiert.
Mit Binden fange ich am größten 30 an. Wenn bei dem Haufen jetzt was alle wird und die Menge für einen Besen nicht mehr ausreicht, dann greife ich zur nächsten Stufe über und lege da noch Zweige dazu. Es ist besser, wenn hinten nichts dran ist. Die seitlichen Triebe werden auch weggeschnitten. Das kleine Zeug fliegt mir weg, weil die Enden erwischen sowieso nicht. Also das ist jetzt einmal so ein typischer Zweig. Der kleine Trieb, der muss weg, dass man hinten vernünftig zusammenbinden kann. Und die anderen Enden hier, also die reichen fast vor und das können wir dann zum Besen brauchen. So, der Besen, das ist ein schöner, schlanker Besen und die Enden sind vorn in der Anzahl genügend, dass er schön, also als neuer Besen vorn auch schön dicht kehrt. Wenn ich jetzt nicht sortiert hätte, dann würden vielleicht einzelne vorher stehen und das Besenwerk hinten erst richtig dicht werden, wenn er ein wenig abgekehrt ist. Das ist in dem Fall nicht. Und jetzt, um die Stabilität von etwas zu, dass man das noch ein wenig dichter zusammenkriegt, binde ich jetzt in der Mitte einen Draht noch hin. Der kann später dann abgezwickt werden, wenn der Besen kürzer wird und man hat. Man kann ihn weiter dann noch verwenden. So, da gehen wir da hinten noch einen kleinen Draht. Der muss jetzt nicht doppelt gewickelt sein, der ist nur rein zur Unterstützung, dass der Besen im Neuzustand vorn schön zusammen ist. Wie gesagt, wenn er einmal so ein Drittel abgenutzt ist, dann kann man das hier aufmachen und der Besen kehrt weiter, fast wie ein neuer. So, zum Schluss, bevor ich den Besen wegkriege, klopfe ich hinten eine kleine leichte Spitze an. Wenn später dann der Stiel reingeklopft wird, dann stützt sich die Spitze besser ab. Also die Spitze vom Stiel. Und da auf der Erhöhung kommt dann der Stiel rein. Als Besenstiel nehme ich
Haselnuss. Da ist die Gefahr relativ klein, dass man sich irgendwas später in die Hand reinreißt. Das kleine Ende, also das schmälere Ende, da mache ich jetzt die Spitze ran. So, drehen wir etwas. Ist ja schön gerade. So, das wäre ein fertiger Besen. Die Haltbarkeit vom Besen zu verlängern, ist es günstig, den Besen nicht in der prallen Sonne stehen zu lassen oder dort, wo viel Wind hinkommt. Auch ist es günstig, vielleicht ab und zu den Besen einmal in ein Wasser rein zu tauchen oder mal auszuwaschen, wenn er schmutzig ist. Und dann irgendwo in den Schatten, nicht mit dem Reisig nach unten, sondern mit dem Stiel nach unten an die Wand lehnen. Dann bleibt der Besen schön gerade und steif. Und ich glaube, dass er nochmal so lange hält.